Hallo und herzlich willkommen zum Analysevideo von Deutschlands U21 Nationalmannschaft. Also, was war denn das für gestern für ein Spiel? Alter, letztes Mal hat Deutschland, also die U21, gegen Griechenland gespielt. Voll 2-0 gewonnen. Und gestern, genau am Dienstag, in Wallis, 20:45 Uhr, ich habe geguckt. Ich habe zwar nicht ganz alles verfolgt, aber was für Hammer. Das Endergebnis des Spiels war 1 zu 5. Also Deutschland 5 Tore und Wales mindestens nur ein Tor. Hammergeil. Absolut hammergeil war das gewesen. Hier Holland, die deutsche Nationalelf, hat ja 2-0 gewonnen. Mit Neuer und so, etc. etc. So, aber mir ist aufgefallen, dass es wurde ja gesagt, dass Löw den Kader ein bisschen verändern will. Sodass sie mehr Erfahrungspunkte und also Erfahrung lernen. Gewisse andere Spieler sind ja nicht mit bei gewesen, also die ganz Profi, also die ältere. Aber trotzdem, die neuen, die jetzt in den Teams drin sind, müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass man versucht, Tore zu machen. Im vorigen Spiel war ja 4-2 verloren gegangen, 2-0 in Führung gegangen und dann in der zweiten Halbzeit ja richtig das Spiel aus der Hand gegeben. Ja, was kann man dazu sagen? Also die hätten sich anstrengen können. Aber danach gegen Griechen oder gegen Holland, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Spiel es gewesen ist, wo die verkackt haben. Aber trotzdem, Löw sagte, sie müssen Erfahrungen sammeln, so dass sich das Team immer wieder ein Stückchen verbessert. Und irgendwann kommt das nächste Spiel. Entweder der U21, das ich mir auch wieder angucke, oder der deutsche Nationalelf von Jogi Löw. So, das sollte ein kurzes Analysevideo und was mir noch aufgefallen ist, Hansa hat ja die restlichen Spiele, naja, ein paar haben die ja gewonnen, ein paar Unentschieden oder so. Aber Hansa muss sich auch wenigstens mal anstrengen. Sie stehen jetzt auf Platz 13 der Tabelle, so wie ich geguckt hatte. Aber sie müssen sich auch wirklich anstrengen. So wie die deutsche Nationalelf muss sich auch Hansa anstrengen. Sonst sehe ich nur schwarz. Also das sollte nur ein kurzes Analysevideo sein. Und am nächsten Wochenende oder am Freitag kommt ja wieder die Fußball-Bundesliga oder so. Man wird sehen, wann die Bundesliga wieder anfängt. Also weitergeht. Und dann bin ich auch wieder am Start und gebe euch weitere neue Analyse zu anderen Spielen, Partien etc. etc. Ob es die UEFA Champions League ist oder so. Da kommen auch Videos, Analyse dazu. Ich werde euch auf dem Laufen halten. Also, ich sage nun ciao, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, haltet den Ball flach. Sonst was er mit ihr jetzt aus. Ciao. Und vergesst nicht, unten in die Kommentare reinzuschreiben, was soll ich noch Analysevideos bringen. Also schreibt es mir rein, wie ihr es mögt. Fragen oder wann auch immer. Beurteilt das Video, etc. etc. Es ist eure Sache. Ihr seid die es beurteilen. Also nun, ich sage nur ciao, bis zum nächsten Mal.